Willkommen zurück zu Edna bricht aus, Leute. Und ja, keine Ahnung, ist der Typ jetzt da drin oder nicht? Ich habe gerade neu geladen, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch ein bisschen rumprobiert und es gibt noch ein bisschen etwas, was ich noch nicht ausprobiert hatte. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Allerdings habe ich auch nochmal die Variante ausprobiert, dass wenn er drin ist und die Säule da vorgestellt ist, dann kommt er hier halt trotzdem hin. Also es ist irgendwie völlig egal. Die Säule blockiert, aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Ach so, warte mal. Die Säule blockiert die Tür, aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Muss man dann vielleicht was draufpacken oder so? Oder dass man das noch... Vielleicht reicht das einfach noch nicht, was ich hier gemacht habe. Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Also deswegen kommt auch immer noch raus, obwohl ich die Säule davor stelle. Vielleicht reicht das Gewicht Diese nicht. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Vielleicht kann man das irgendwie noch, ja. Diese Säule verschandelt. Du verschandelst. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig! Irgendwas muss man mit der Säule noch machen, anscheinend, damit er nicht von innen sie noch aufbekommt. Das wollte ich. Das wollte ich. Benutzen. Das macht jemand anderes weg. Was kann man denn machen, damit die von innen nicht mehr aufzumachen ist? Das Lexikon drauflegen? Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Ah. Passt genau. Okay, darf ich das Zeug wieder Passt haben? Passt genau. Nehmen. Alles klar. Die Säule, aber von innen. So, dann ist es jetzt doch wohl offensichtlich. Sehr schön, okay. Versuch Nummer 300. Typen holen. Hey! Hey! Oh, ich verdufte lieber. Schnell weg. Warte gefälligst! Ja. So, da ist er jetzt. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus. Ja. Nicht feig. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runter und dann kann... So, und das, was ich noch nicht gemacht hatte, war mit ihm hier weiter reden. Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Und jetzt haben wir eine ganze Auswahl von Möglichkeiten, die wir noch gar nicht mit ihm besprochen haben, während wir hier draußen auf der Dachrinne stehen. Willst du mich zu Tode langweilen? Willst du mich zu Tode langweilen? Da hätte ich gleich einen Vorschlag. Du könntest mir noch etwas über Minigolf erzählen. Schlappnase. Oh, du... Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Haha. Voll gut, Edna. Wie lange willst du dann... Bis ich dich... Es gibt noch eine, aber glaub... Blabla. Wieso? Willst du tief Luft holen und mich vom Dach pusten? Willst du tief Luft holen und mich vom Dach pusten? In dem Fall stehen die Chancen 50-50. Was tötet mich zuerst? Der Aufschlag oder dein Mundgeruch? Oh, du... Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Und noch eine weitere Möglichkeit. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Wie lange willst du dann noch? Bis ich dir... Aber glaub... So, Wieso? Willst du die Klimaanlage ausstellen? Willst du die Klimaanlage ausstellen? Apropos, du solltest nicht so lange am offenen Fenster stehen. Ein Vogel könnte sich in deiner Hohlbirne einnisten. Oh, du... Mach's gut, ich gehe meine Frage... Okay, sie sagt eigentlich immer dasselbe, aber ich will trotzdem alles ausprobiert haben. Wie lange haben. Willst du dann? Bis ich dich... Es gibt und einer, aber glaub... So oder... Wieso? Für den Fall, dass irgendwie noch was Lustigeres war. Willst du den Telefonjoker nehmen? Willst du den Telefonjoker nehmen? Du könntest jemanden anrufen, der nicht so eine Memme ist wie du. Ein 5-jähriges Mädchen zum Beispiel. Oh, du... Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Und das allerletzte wäre, ich glaube, das interessiert wie lange mich gar nicht du? Oder so, was da stand. Aber glaub... So... Wieso? Genau, vergiss es, ich will es gar nicht wissen. Vergiss es. Ich will es gar nicht wissen.
Sehr schön. Sehr schön, Edna. Wir gehen einfach mal an ihm vorbei. Er ist ja anscheinend auch zu dusselig, sie sich direkt zu schnappen, während sie an ihm vorbeigeht. Wir gehen durch unseren geheimen Ausweg, zu dem wir jetzt ja auch schon mehrmals gegangen sind, durch das Büro, hinaus auf den Flur. So, und jetzt Stiesel heißt er nämlich. Der ist da nämlich, glaube ich, noch drin. Da ist dieser Stiesel drin. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Genau. Und jetzt nehmen wir die Säule. Ohne die Pflanze wird... Und die bitte mal verschieben. Wunderbar, das war Nummer 1. Und jetzt das Buch. Jetzt kommt der Clou. Gerade erst rausbekommen. Nutzen Buch mit Säule. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Na endlich! Zellfrei! Boah, wir haben es geschafft. Super, wir sind endlich draußen. Und ich habe nicht in die Lösung oder so geguckt, dafür habe ich jetzt aber auch eine Weile gebraucht, um endlich den richtigen Weg zu finden. Ich habe immer gedacht, warum kommt der Vogel da raus, obwohl die Säule vor der Tür steht? Aber auf die Idee, dass man zu der Säule noch irgendwas zupacken soll, bin ich nicht gekommen. So, wir könnten jetzt theoretisch die aufmachen. Auch von dieser Seite? Verschlossen. Okay, Stuhl. Keine Zeit zum Ausruhen. Das stimmt, endlich haben wir es geschafft, also würde ich sagen, wir gehen mal runter. Endlich! Das war aber nur Weg Nummer 1. Ich wette, Edna hat noch einiges vor sich. Was ist das für eine Tür? Ach, der hier. Oh, oh. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja, ich bin der Neue. Wer sonst? Um ehrlich zu sein, ich bin eine entlaufene Irre. Ich bin niemand. Ignoriere mich. Schon mal was von Tor, Gott des Donners gehört... Ja, ich bin der Neue. Wer sonst? Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? Okay. Kann man sich das hier angucken? Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Aber wenn er sich alles... Ach nein. Wenn er sich alles anguckt, warum sieht er sich dann nicht die ganze Zeit? Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Okay. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Oh, wir können sogar weiter mit ihm reden. Ich bin nicht der Neue. Ist das da der Generalschlüssel? Was guckst du da? Hast du etwas ganze Wasser getrunken? Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Okay. Wow, das ganze Wasser. Wow. Das ganze Wasser? Erinnere mich nicht daran, bitte. Geh doch einfach, ich passe so lange auf. So lange zurückhalten ist ungesund. Ich gebe auf, deiner Blase bin ich nicht gewachsen. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Apropos Wasser. Apropos Wasser. Ich war in den Ferien am Pazifik. Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Ich habe gehört, es soll Regen geben. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein! Schön. Wasser. Wasser und nochmals Wasser. So weit das Auge reicht. Gnade! Gnade! Wasser. Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser... Ich habe gehört, es soll Regen geben. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst.
Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch? Ich wundere mich, dass er sie nicht einmal anguckt. Dann, wenn man sie anguckt, weiß man doch, dass sie da keine Mitarbeiterin ist. Naja, wir wollen natürlich an den Schlüssel kommen, nehme ich mal an. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr, ich gebe auf. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, Desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufeudeln. Oh, ne Horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcha, pitcha, pitcha. Jetzt halt endlich die Klappe. Bis wir ihn in den Wahnsinn treiben und er auf Klo gehen muss, wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Hör endlich auf, über Wasser. Man gibt ja endlich auf. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Geh auf Klo. Oh, ich war in den Ferien am Pazifik. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf, über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin. Und zurück. Ah. Husch. Aufhören. Husch. Ah. Oh Gott, der Arme. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Das hat also nicht geklappt. So viel Energie hat Edna da jetzt reingesteckt. Ist das da der Generalschlüssel? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. So schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Warum hat er sie dann nicht schon längst registriert? Das verstehe ich nicht. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Alle bis auf eine, ja. Alle bis auf eine? Kann ich ihn haben? Ich habe meinen verlegt. Kann ich ihn haben? Hulgur schickt mich, ihn zu holen. Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Das sag ich mal. Kann ich ihn haben?
Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Welche Tür bekommt man damit denn nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Zurück zum Generalschlüssel. Was? Holger schickt mich? Kann ich ihn haben? Holger schickt mich? Kann ich ihn haben? Holger schickt mich, ihn zu holen. Holger kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Holger ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Schrank. Edna! Er therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Hast du... Ich geh nochmal aufs Wasser zurück. Geh doch einfach, ich pass so lange auf. Hey! Das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Okay. Noch was. Zurück. Dr. Marcel? Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Gut, dann, ich bin nicht der Neue. Ich lass dich da mal wieder allein. Mach ich auch. Wasserspender, Mülleimer. Ich guck mir das mal an. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach komm. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Noch irgendwas? Ansehen. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Watt? Na er. Ach nein. Der ist ja leer. Wer wohl? Nach. Ja. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Dann gehen wir noch mal raus. Aber wir sind bestimmt noch nicht durch mit ihm. Und es gibt ja immer noch was wir zu ihm sagen können. Wie zum Beispiel, dass wir nicht der Neue sind. Aber gut. Wie ist das hiermit, wenn sie in den Flur geht? Wird sie da nicht entdeckt? Ich meine, der hat doch Kameras. WC. Ach, hier ist ja das WC. Bestimmt können wir ihn dann da später auch einsperren oder so. Die Pflanze da vorstellen oder ich weiß auch nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Das WC. Wie schön. Wir haben das WC entdeckt. Aha. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Können hier alles benutzen? Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Wie kommt sie denn darauf? Ist hier bei den Toiletten noch was? Da ist nichts, da ist auch nichts. Können wir denn hier mit Seife und so machen? Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Hätte ja sein können. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja, und danach binde mir bitte ein Schleifchen um und stell mich in den Schrank. Warum nicht? Will Harvey sich vielleicht mal selber sehen? Guck mal, Harvey, Reflexion. Das ist doch mein böser Zwilling aus der Paralleldimension.
Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. Wie unfair. Können das Wasser benutzen? Vielleicht können wir ja irgendwie was damit machen. Keine Ahnung, was. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Mit dem Comic soll man ja angeblich nichts machen können. Nass schreibt er nicht mehr. Nein, ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Aha, okay. Kann sie sich nicht einfach irgendwie selber waschen oder so? Nein, ich... Okay, das war die Toilette. Was ich, warum? Seife und so, wir können das alles aber benutzen. Zieh mal die Pflanze. Zieh mal die Pflanze. Was haben wir hier für eine Tür? Hallo? Was ist hier drin? Ach, wie schön. Gibt ja hier noch voll viel zu entdecken. Dartbrett. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Das ist lustig. Oh, ein Kaugummiautomat. Guck mal, Harvey. Kaugummis. Cool, ey. Harvey, was sagst du dazu? Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Künstliche Farbstoffe und chemische Geschmacksverstärker. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Ist das so, Edna? Glipschi Waldmeister 2-Phasen-Powergel. Was haben wir denn hier drin? Nehmen Cornflakes oder... Ja? Jawohl, kann sie sogar nehmen. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Ach so. Nehmen... Marmeladen? So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Vitamino. Mit dem besten aus 3 ausgewählten Kaninchenstellen. Mhm. Spielt hier eigentlich jemand Musik oder so? Das möchte ich jetzt noch wissen. Kann man hier noch weiter hingehen? Nee, aber wir haben was ganz Tolles. Wir haben jetzt unser Korn und unsere Cornflakes-Packung. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Mhm. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Ui. Können wir die irgendwie uns angucken? Besser als Cornflakes am Stiel. Wow. Dafür bekommst du sicher den goldenen Kochlöffel am Bande. Mhm. Oh nein. Der Cornflake ist zerbröselt. Genau wie deine Karriere als Profikoch. Oh, und die Überraschung? Mein Poloschläger ist kein... Eigentlich ist er kaum etwas. Das stimmt. Ja, was dann er hier? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Ja. Okay, dann schauen wir uns hier das nächste Mal um bei Edna bricht aus. Toll, dass wir jetzt weitergekommen sind und es so viel Neues zu entdecken gibt. Wir sehen uns. Bis dann.